Lautes Brummen und Knattern. Motorräder, wohin man sah. Am 13. und 14. Mai fand in Bad Doberan der 24. Biker-Gottesdienst statt. Für jeden Teilnehmer ein Erlebnis. Für die Leute hier vor Ort ist das eine feine Sache. Ganz Mecklenburg-Vorpommern kommt hier zusammen. Und insofern auch der Toleranz gegenüber der normalen Leute, dass sie einfach sehen, es gehört dazu, und auch die Motorradfahrer. Vor allem das Sensibilisieren auf die Motorradfahrer, dass die Saison beginnt. Also wir haben gerade mal nachgerechnet, wir sind jetzt das 11. Jahr dabei und es ist immer wieder schön. Wenn das Wetter so mitspielt, ist natürlich noch besser. Und es ist schön, so unter Gleichgesinnten zu sein. Ne? Also alle verstehen sich und ist immer wieder eine tolle Erfahrung. Macht halt jedes Jahr wieder Spaß, das ist ein fester Termin und ja, wie gesagt, seit 11 Jahren, jedes Jahr, außer das eine Jahr wegen Corona halt bedingt ausgefallen, aber seitdem umso schöner, große Familie, alle sind glücklich, alle ist toll. Höhepunkt war die große Ausfahrt am 14. Mai, welche von Bad Doberan über Kröpelin, Neubukow und Kühlungsborn zurück zum Münster führte. Das ist der 24., eigentlich der 25. Durch Corona hatten wir einen Ausfall. Und da ich der Mitbegründer bin, freut mich das jedes Jahr, dass so viele Motorräder kommen. Wir haben jetzt die Zahlen gekriegt, 5.000 waren auf der Ausfahrt, 1.000 waren im Gelände, also 6.000 Motorräder hier am Platze Doberan. Für die Stadt Bad Doberan ist der Biker-Gottesdienst immer etwas ganz Besonderes. Das ist eine absolute Kultveranstaltung, ist jetzt das 24. Mal und es freut sich der Ort das ganze Jahr drauf und die ist ja für die ganze Region. Also wir haben Motorradfahrer, die aus ganz Deutschland kommen und wir freuen uns da riesig drauf. Ist ein großer wirtschaftlicher Faktor. Die Motorradfahrer kommen ja auch alle wieder, aber es hat ja auch einen ernsteren Hintergrund. Wir haben ja auch einen Gedenkgottesdienst für Menschen, die dann beim Motorradfahren verstorben sind, aber es ist auch ein Riesenfest dann auch. Während der großen Ausfahrt kam es auf der L12 zwischen Neubukow und Zwedorf zu einem Verkehrsunfall. Zwei Teilnehmer der Fahrt sind mit ihren Kleinkrafträdern aufgrund von Unachtsamkeit zusammengekracht. Beide Biker mussten schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Nach der Ausfahrt versammelten sich alle im Doberaner Münster zum Gottesdienst. Gemeinsame Zeit des Innehaltens zum Thema Mach mal Pause. Es wurde auch dem Gründungsmitglied Herbert Bahr gedacht, welcher im März leider viel zu früh gestorben ist.